Gut, liebe Leute, ich bin wieder da. Weiter geht's. Ich glaube, wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich glaube, die zwei Gargoyles, denen treten wir jetzt gleich in den Arsch. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon förmlich vor mir. Jetzt machen wir's. Damit geht jetzt seine Wand schlagen. Na. So schlimm ist noch nicht. Da. Oh shit. Oh, Glück gehabt. Oder er hat schon wieder was. Kleine Scherbe. Stimmt. Wir könnten auch unsere Waffe ein bisschen upgraden. Man wird vielleicht jetzt nicht nötig sein, aber. Autsch. Vielleicht ist es auch nötig, man weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht nötig, aber. Das fängt ja schon gut an hier. Oh, da gibt es noch welche. Oh! So, perfekt. Mach ich, Steve, mach ich. Ich werde mir auch den besten Tipp beherzigen. Nämlich, werde einfach besser. Den Tipp werde ich mir auch ans Herz legen. Aha. Was war das gerade? Aha, der greift auch mit dem Schweif an. Oh, was? Was? Ich habe seinen Schweif abgeschnitten. What the fuck? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, ist das hier Monster Hunter oder? Okay. Warte mal kurz. Tatsächlich 93er. What? Was ist das denn für eine Waffe? Oh, die ist ja heftig. Interessant. Deshalb die Nachricht von mir. Ja, anscheinend. Aber ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass man da auch Schweife abschlagen kann und sowas. Interessant. Das kenne ich eigentlich nur aus Monster Hunter, ne? Okay, aber der ist nicht One-Hit. Hey, ob die Heilerbade nicht doch besser ist. Schauen wir mal. Das ist hier normal. Ja, perfekt. Gut zu wissen. Oh! Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, Hellebarde ist besser. Ja.
Irgendwie mache ich an dem keinen Schaden. Shit, was ist denn jetzt los? Warum hält der so viel aus? Was ist das denn jetzt gewesen? Kann ich die irgendwie da einpacken? Die Axt. Ich komme ohne Estus dort an. Na super ist das. Ich spüre es. Wie? Wir besiegen sie jetzt. Mit null Estus. Ich kann eigentlich kann ich zurückgehen. Ich glaube, das war's. Was ist denn jetzt? Der will gar nicht mehr runterkommen. Oh, oh. Ohne Estus sind wir schneller. Weniger Ballast. Hast recht, ja. Schneller tot. Jetzt machen wir's. Kein Problem. Kurze Überraschung. Aber jetzt wieder kein Problem.
Eieiei. Ah, komm. Ich spring genau hinein. Oh no! Oh no! No! Hast du das gehört, Fratler? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Aber ob die zwei überhaupt fallen werden, das... Also irgendwann... Ich gehe davon aus. Also das ist auf jeden Fall noch mein Ziel heute, dass ich die auf jeden Fall besiege. Aber es schaut irgendwie... Ich kriege halt nicht mal einen down, ne? Schaut gar nicht so gut aus. Ich würde halt lieber gegen einen kämpfen, ne? Das wäre schon ganz gut. Zwei Gegner sind... gar nicht so fair. Du schaffst das schon. Ich hätte nicht so eine Ausdauer, bin ich ehrlich. Ja, gut. Ich meine, schau, wie gesagt, also mir macht es halt Spaß, ne? Macht schon Spaß. Also hätte ich keinen Spaß, dann würde ich es auch nicht spielen. Ne? So, das. Otsch. Aber ich denke da. Wenn ich zurückdenke an die 90er, da waren ein Haufen schwere Spiele. Und die haben wir als Kinder auch alle gespielt, ne? Hatten trotzdem unseren Spaß, so, ne? Ich weiß nicht, ob ich jemals... Wie hat dieses Mario auf dem Gameboy geheißen? Wie hat es nochmal geheißen? Super Mario World oder so? Ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel jemals durchgespielt habe. Weil das auch so schwer war. Also ich meine... Für mich damals. Ich weiß nicht, wie es heute wäre, aber... Damals als Kind war das schon ziemlich, ziemlich schwierig. Dieses Super Mario World auf dem Game Boy. Ja, ob Super Mario World geheißen hat oder Mario World oder irgendwie so. Da war so ein ganz kleiner Mario. Ich glaube, der Roland weiß. Ey, ich habe gerade im Chat geschaut. Super Mario Land. Super Mario Land war es, genau. Jim. Genau. Oh, ich dachte, er kämpft mit seinem Schweif. Das war zu gierig. Nein, er greift nochmal an. Das ist der Dreierangriff. Oh, und dann kommt der lange Angriff. Hmm.
ich hab den da hinten nicht gesehen. Den Move. Auch wenn du einmal im Feuer bist, ist vorbei, ne? Da kommst du nicht mehr raus. In den 90ern war es noch jung und gut. Jetzt bin ich alt und schwach. Vielleicht. Vielleicht mit Rüstung, dass wir ein bisschen mehr aushalten, ich weiß nicht. Ja, nicht getroffen, nice. Nice, nicht getroffen, nice. Okay, man macht auch weniger Schaden jetzt. Das ist interessant. Merke ich mir, Michi. Merke ich mir, danke. Einfach nicht ins Feuer gehen, okay. Ich dachte, ich muss ins Feuer, deswegen. Das wird's auch nicht sein, das wird's. Lieber nackig. Da bin ich auch schneller. Zum Plündern. Zerbrochenes Schwert, jawohl. Ausgabe Nummer 100. Warum macht er sowas? Er macht irgendwelche Moves jetzt. Ach, come on. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Oh Gott, was für eine schlechte Position. Ganz schlechte Position. Hm.
Irgendwie bräuchten wir wieder den Selbstzerstörungsmodus vom Zwischenboss. Ey. Ich muss dir kurz überlegen, was du meinst. Scheiße, nein. Oh, ich sterbe. Der Selbstzerstörungsmodus. Ja, der war schon schön. Wo ich gegen den eigentlich eine Taktik hatte. So. Was macht er? Was war das? Warum? Nein. Sicherheitshalber mal. Oh. Ja, okay, das ist diesmal gut, tatsächlich. Ich mach nochmal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal dazu komme. Sehr schön. Nice. Nice. Ich hab's jetzt, also, es war wirklich laufen. Einfach nur laufen. Einfach nur laufen. Einfach im Kreis laufen und einfach nur abwarten. Oh, oh holy shit! Oh, Fratler, danke dir! Da haut er wirklich 10 Subs raus. Und Jim, danke dir auch. Hey, vielen lieben Dank euch. Oh, das war was. Das war was jetzt. Danke dir, Fratler. Vielen lieben Dank. Wörtchen gehalten. Naja, du hast ja nicht gesagt, dass das du machst, ne? Aber das tut gut. Das tut gut, diesen Boss erledigt zu haben. Ich hasse es sowieso immer, gegen zwei Bosse zu kämpfen. Das ist, es gibt nichts Nervigeres, als gegen zwei Bosse zu fighten. Warum kann es nicht nur einer sein?
So, oh. Und was ich auch nervig finde, ist, wenn ein Boss einfach so kleinere Minions auch noch spawnt, die dich einfach ganze Zeit nerven. Einfach eins gegen eins. GG, GG. War der letzte Double Boss, ja, ja, ja. Also einen weiß ich ja noch, ne? Ich fand, das war der schlimmste Boss überhaupt. Also den schlimmsten haben wir wahrscheinlich noch vor uns. So, Glocke läuten. Das wäre jetzt ganz gut. Wenn es irgendwie geht. Geschafft! Yes! Ja, das gleich mal hier. Geschafft. Yay! Erfolg! Kirche der Untoten. So, das heißt, die haben wir geläutet. Sehr gut. Gibt's hier irgendwo noch? Gibt's hier vielleicht irgendwie eine Abkürzung oder so noch? Da muss ich jetzt wirklich den Weg nochmal zurücklaufen. Tatsächlich den Weg nochmal zurücklaufen. Auf der Ebene auch aus? Nein. Aber ich gehe nochmal zum Gefangenen zurück. Huch, wer ist er? Oh, ich habe mich kurz erschrocken. Wer ist er jetzt? Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pawn. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed, all sin is my demand. Gegenstand kaufen. Reduziert Fluchsteigerung und hebt Flüche auf. Aha. Meldet Verbrechen eines Eindringlings. Anklage. Buch der Schuldigen. Was? Karmische Gerechtigkeit. Velkas-Talisman. Blutungsresistenz. Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Ah. Verstärkt Blutungsresistenz. Oh, Giftbissring verstärkt Giftresistenz. Das ist eigentlich stark, ne? 15.000 Seelen. Ich muss mir den merken. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Eid widerrufen. Vergebung erbitten. Du hast nicht gesündigt. Okay. Heißt aber, kann man wirklich nicht? Kann man wirklich nicht verkaufen? Was meine ich mit den ganzen Gegenständen? Verkaufen geht nix. Schade. Okay, dann
gehen wir mal wieder zurück. Wie viele Blutflecken hier rumliegen. Oh, es sind so viele. Spazieren schon wieder irgendwelche. Irgendwelche Leute spazieren da schon wieder. Ich glaube unten. Ah, hier oben auch noch einer. Ist wieder kaputt. Ah, da steht wieder. Und der Typ ist weg. Okay. Ist abgehauen. So, was ich jetzt gern... Also, was ich jetzt gern machen würde, ist auf jeden Fall zur Feuerstelle zurück. Auf jeden Fall mit 11.000 Seelen. Jetzt im Gepäck möchte ich nichts Neues machen. Ich habe auch keine Estus mehr. Sehr schön. So. Kondition. Ich würde mal gern alles auf 20 machen. Vielleicht die Kondi noch ein bisschen höher. Machen wir so. Machen wir das so. Oder Resistenz. Machen wir so, ja. Weißt du denn, wie viele Bosse da noch kommen? Ja, auf jeden Fall ein paar. Ich meine, das war jetzt der zweite Boss, ne? Es wird sicher 10 geben oder so. Ich meine, ich möchte es auch gar nicht wissen, weil dann weiß ich schon, wo ungefähr das Ende ist. Aber ich schätze schon, dass es 10 Bosse mindestens geben wird. Und das war jetzt halt der zweite, ne? Mindestens noch 2. Erhöhe auf 3. Ja. Genau. Bleiben wir bei denen.
Nur schwere Sachen hier. Gargoyle-Helm. Da kann man nicht mehr rollen. Das ist schade. Okay. So, genau. Hat der noch vielleicht ein paar Sachen? Gar nicht umwandeln. Gegenstand kaufen. Spaltaxt. Stachel. Lederschild groß. Ich könnte es mir kaufen, aber kann ich das irgendwie vergleichen mit meinem jetzigen Schild? Egal, ich weiß, was ich kaufe. Ich kaufe mir nochmal hier Waffenschmiedekiste. Ja. Das nächste ist dann die Rüstung. So, wir haben noch ein paar Wege jetzt vor uns. Wie viele Bosse es gibt? Alle. Mir schien es der letzte Boss gewesen zu sein. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es tatsächlich leichter, dass jetzt noch leichtere Bosse kommen, als wie jetzt zum Beispiel die Gargoyles, ne? Oder beziehungsweise, dass ich mir leichter tue bei einem anderen Boss, der jetzt noch eventuell kommen kann. Ah, ich wollte ihm den Reis geben. So. Hier gibt es ja noch einen Aufzug, ne? Ich weiß zwar nicht, wo der mich hinführt, aber ich sollte mich nicht bewegen. Warte mal, wo sind wir hier? Oh, ich weiß, wo wir sind. Wir sind ganz am Anfang. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Ha, wir haben wieder 10 Estus. Perfekt. Hier hat alles begonnen. So, und wir haben nämlich auch eine Feuerdingsbums. Ja, Feuerhüterin Seele. Verstärken. Estus Flakon aufgefüllt. Sehr gut. Plus 1. Es muss Jahre her sein. Das ist echt so. Der letzte Boss hat mich Jahre gekostet. Why, what a surprise. Ja. I didn't expect you to make it. Eine Glocke haben wir geläutet. Somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Und meine hele Bade drin steckt. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Da freut er sich. Well, what are you going to do?
I've already decided I don't really care. I'm simply crestfallen. How did that silly sorcerer's apprentice end up? You know, the one always prattling on about Master Logan. He left for the undead burg, but never came back. Serves him right. If even old Big Hat can't make it out there, what chance does he have? I hope he enjoys his new life as a hollow. Hmm? What now? I'm not up for chatting. Leave me alone. Oh, jetzt wieder grantig. Hmm? I'm not up for Okay. Ist der schon wieder gestorben? Hat er gegen den kämpft? Direkt hier ist, ist der Blutfleck. Vielleicht kann man ihn angreifen, aber ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich will nicht so enden wie er. Oh. Schläft er? Hä? Warte mal kurz. Ich würde eigentlich ganz gern. Ich würde ganz gern nochmal gegen diese Skelette kämpfen. Gegen die ich am Anfang hier gekämpft habe. Die waren nämlich ziemlich zäh. Gut, Glitches, ja, gut, durch Glitches. Aber wir wollen nicht glitschen. Oh, die sind noch immer so stabil. Schaden an den. Oh, da war der Große da, gell? Da gab es ja noch so einen ganz Großen. Von dem bin ich weglaufen. War da, der war das da, gell? Oder wie er mich gleich dreht. Dreht! Vor dem bin ich weggelaufen, genau. Oh shit. Das ist ja easy. Was habe ich mich so angeschissen vor dem? Flügelspeer. Boah, wenn ich bedenke, dass wir den schon vorher hätten haben können. Flügelspeer. 86. Ja, gut. Da ist die Hellebarde schon besser, glaube ich. Lass mich nur kurz. Oh ja, für den Anfang ist das schon stark.
Sehr gut. Wo geht's denn da lang? Noch weiter. Oder ist noch so ein großer auch noch? Oh, jetzt übertreiben sie aber. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn dieser Balken voll ist. Und ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Schlägt, dann tut das weh. Ja, komm. Das gibt's ja nicht, ja. Sind das Endboss-Skelette? Schlimmer als der Drache. Ich glaube, die Mobs sind noch ein bisschen zu hoch für mich. Aber ich weiß es nicht. Also es wirkt so, als... als müsste man da später hin oder so. Die halten schon sehr viel aus, ne? Aber sie können halt nicht viel. Deswegen denke ich mir, dass das halt für später ist eigentlich, ne? Dass man da dann später lang muss. Weil sie halt nicht so viel können. Zwei Hände, aber hier gibt's überall Waffen. So was. Jetzt hier liegen einfach überall Waffen rum. Die kann ich hier einfach liegen lassen. 230. What? Boah, Stärke 24 braucht man dafür. Typ Ultra Großschwert. Das ist nicht nur ein Großschwert, das ist ein Ultra Großschwert. Na klar, Fratler. Nur so. So. Fernglas. Fernglas. Was machen wir mit dem Fernglas? Okay, warte mal kurz. Wow. Das ist super. Wow. Oh, Buggy! Wow. Hey, danke für den Raid! Wow.
Wow! Danke, Bucky! Was gab's bei dir Schönes? Baldur's Gate 3 oder was? Ich habe gestern auf deinen Stream gewartet. Wo war der? Wo war gestern der Stream, Bucky? Fuchsel, Prost! Prost, Fuchsel! Direkt wieder aus dem Kanister. Ah, warst zu müde. Okay, ja gut. Kann ich nachvollziehen, ja. Ich habe gestern auch nicht so lang gemacht. Jo! Wie gefällt der Baldur's Gate 3? Ich habe gestern auch ein paar Streams geschaut. Und ja, also das Spiel ist wirklich geil. Also das, was ich gesehen habe, sieht richtig spaßig aus. Jetzt habe ich Hunger und werde schon wieder. Alles klar. Der Mahlzeit. Lass ihn nicht aufhalten. Ich kenne das. Oh, ich habe den runtergeschossen. Mama. Nein. Ich wollte den runterstoßen. Verdammt. Verdammter Biber. Ich gehe mal Würstel warm. Alles klar. Mahlzeit. Jo, bis dann oder so. Oh, auch hinter mir, was? Das ist ja frech. Der eine hängt da hinten. Jetzt weiß ich, wie man die schlägt. Einfach warten und zack. Warten und zack. Warten. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, wie die funktionieren. So, ich glaube, ich habe den Friedhof hier abgemäht. Was haben wir hier unten? Eine Höhle. Okay. Okay. Ein Blutfleck. Okay, okay. Okay, der ist davor gelaufen. Irgendwo da... Ah, der ist zurückgerollt. What? Was war das denn? Na, da gehe ich nicht runter. Nein, nein, ich weigere mich. Das hat den gerade gewone-shottet. Das wird mich auch one-shotten. Das hat den Mob einfach gewone-shottet. Nope, ich glaube in der Höhle, in den Katakomben, ist nicht so gesund zu spazieren. So, aber hier hat jemand geschnarcht. Wo hat hier jemand geschnarcht? War das der Rabe? Der Rabe war das nicht, oder? Ich gehe nochmal zum Raben. Vielleicht kann ich jetzt interagieren mit ihm. Okay.
hat denn da geschnarcht? Was ist eigentlich mit ihm hier? Oh, hello. Miracles, I presume? Ah, lass mal stecken. Dein Talisman. Da hat er mich aber schön abgezogen. Der Typ hat mich schön abgezogen. Seinem Talisman. Okay, ich gehe nochmal zum Leuchtfeuer und dann gehen wir einfach wieder zurück. Ja. Hier gibt's. Gibt's einfach 10 Estus. Das ist so schön. Ich bin am überlegen, ob ich die Hellebarde verstärke. Und ich würde es tatsächlich nochmal machen. Jetzt kostet es schon 2 kleine Scherben. Na, das jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. So, gut. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ist ja noch ein zweiter Aufzug. So, nehme ich hier, schauen wir jetzt hin. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze, habe ich dann wieder 5. Ich probiere es einfach. Was soll's? Nein, gut. Sehr gut. So. Würde ich sagen, weiter geht's. Oh mein Gott. Gut, was ist das denn schon wieder? Was ist das denn schon wieder? What? Ist das ein Boss? Fuck! Wie viel Schaden macht der? What? Ich glaube, ich gehöre hier nicht hin. Kann das sein? Hä? Aber wohin soll ich denn gehen? Ich weiß nicht mehr, wohin.
Also der Gegner ist auf jeden Fall zu stark. Ich habe eventuell noch eine Ahnung, wo wir hin könnten. Aber dafür müssen wir wieder zurücklaufen. Idiot. Weißt du was? Ich gönne mir die 2000 Seelen, kauf mir noch hier hinten Rüstungsschmied-Dingsbums und dann gehen wir wieder. Okay, 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 okay. Das heißt, hier geht's noch nicht lang. Ich kann mich noch erinnern, es ist nicht so lange her. Wir sind dann mit einem Aufzug nach unten gefahren. Das könnte eventuell noch eine Richtung sein. So, jetzt kann ich mir auch hier das letzte Ding. Die 20.000 Seelendinger auch merken. Hier ist gesperrt, gell? Hier sind die Tore zu. Ich frage mich, ob der Drache stimmt. Wir könnten beim Drachen auch nochmal vorbeischauen. Vielleicht jetzt, wo wir die Glocken geläutet haben, dass der Drache weg ist. Könnte man auch schauen. Wenn ich so ein Spiel spielen würde, ich würde mich in Grund und Boden verlaufen. Meine Orientierung ist so gut, dass wenn du mich dreimal drehst, ich ein Navi brauche, um zu wissen, wo ich stehe. Ja, deswegen spiele ich auch relativ langsam, um mir das alles zu merken. Ne? So, wo war ich noch nicht, wo könnte sich was verändern und so. Deswegen schaue ich mir auch jede Ecke an. Wenn ich durchrushen würde, wenn ich einfach nur durchlaufen würde, ich würde mich irgendwann auch nicht mehr auskennen. So, das... Deswegen lieber ein bisschen Zeit lassen. Sich alles schön merken. Kann hier runterspringen. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wohin ich soll, ne? Also, wo mich jetzt mein Weg hinführt. Vielleicht ist es auch da unten, wo ich jetzt war gerade. Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ja, okay, das Teil ist noch immer unten. Und der Drache ist auch noch da. Okay. Also ist nicht so, dass ich irgendwie Ahnung habe, wo ich jetzt hin muss. Aber ich habe mir im Großen und Ganzen gemerkt, wo ich bin. Das habe ich hinbekommen.
Hast du Remnant 2 durch? Das habe ich nie gespielt, nein. Wäre aber auch ganz interessant. Also ich habe es gesehen. Ist halt auch so ein Shooter Dark Souls, ne? Also würde ich tatsächlich auch irgendwann mal gerne spielen. Aber wir haben so viel zu spielen. Mein Pile of Shame ist riesig. Oh, schau, wer da ist. Ah, hello there. I have your reward. Please. Doch kein Lügner. Sonnenlichtmedaille. I'm grateful to you for freeing me. Was ist das denn? Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Was lacht er denn so? Also das kann ich weggeben. Das Fernglas ist echt unnötig. Er hat mir eine Münze gegeben, die ich nicht finde hier. Oh ja, hier. Ultimatives Ehrenabzeichen. Sonnenlichtmedaille, eine Medaille mit eingraviertem Sonnensymbol. Diese ultimative Ehrung wird jedem gewährt, die den Sonnenlichtkrieger herbeirufen und ein Ziel meistern. Das Symbol repräsentiert Fürst Gwyns Erstgeborenen, der seinen Götterstatus verlor und aus den Annalen getilgt wurde. Doch der alte Kriegsgott wacht nach wie vor penibel über seine Krieger. WB Eddie, willkommen zurück! Ich weiß gerade nicht, wo der Aufzug war. Eh hier unten, glaube ich. Ja, der müsste hier unten sein. Ja. Viel Erfolg. Unten? Hä? Okay. Aber wir werden gleich sehen, ob die Mobs da unten leichter zu besiegen sind. Aber hier, oh, das ist aber. Oh, das sieht so creepy aus. Namenloser Soldat. Schon mal easy. Ruinen von Neu-Londo. Der chillt sein Leben, ja. Trost. Generalschlüssel benutzt, jawohl. Gott, Drachental, oh Gott, ey. Hier öffnen sich schon wieder 1000 Wege. Das ist natürlich... Bevor die mich alle attackieren, greife ich sie lieber als erstes an.
Zerbrecher. Stoßschwert. Oh, das ist auch interessant. Soll ich hinter dir Schnitzelkrümel verteilen, damit du nachher wieder zurückfindest? Ja, bitte. Das wäre nett. Wie hier unten Nachrichten geschrieben worden sind. Da steht doch wahrscheinlich spring einfach oder sowas. Ja, genau. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't cry. I'm Rickett of Vinheim. Rickett. Established Smith does. Look at me now. Can you believe it? Ich wollte eigentlich die Nachricht lesen. Schmied? Fragezeichen. Versuch's mit Schleichweg. Ja, sicher. Hm? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escaping. It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. Oh, nicht. I'll show you what made me the best in Vinheim. Was hat der? Schwerer Seelenpfeil. Beschleuniger des Zauberers. Okay, nichts zu kaufen. Hm? What is it? There's nothing to talk. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Ja gut. Smithing helps soothe my nerves. Okay, okay. So ein langes Schwert. Na gut. Nicht damit gerechnet, dass der... dass der dann noch lebt. Wanderfluch. Ist das schon wieder? Ermöglicht zeitweilig Kampf gegen Geister. Gegen Geister, also verfluchte Wesen, kann man nur kämpfen, wenn man selbst auch verflucht ist. Die sicherste, wenn auch übelste Methode, verflucht zu werden, ist es, einem Toten einen Körperteil abzutrennen. Mhm. Okay. Mit denen passiert. Ja, gut. Einfach nach rechts. Oh weh, oh weh, oh weh, was ist denn das hier? Okay. Ja, ich treffe den nicht. Okay, 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 okay.
Das heißt, ich muss zum Geist werden, oder was? Ich frage mich, wie lange das hält. Aber wie fies ist das? Hinter mir auch noch einer. So ein Dreck. Wo ist der Hebel? Da fliegt er, ja. Da fliegt er durchs Wasser. Aber vom Damage her passt's eigentlich gegen die Geister. Gehen halt mit 2-3 Hits down, das heißt, das ist so ungefähr mein Level. So, aber jetzt werden wir die nicht mehr alle erledigen. Ich frage mich, ob ich jetzt noch... ob ich jetzt noch mal dieses Geist-Ding nehmen muss. Wenn ja, dann ist blöd, weil das haben wir auch nur begrenzt, ne? Ich glaube, ich treff's nicht. Ja. Oh Mann. Ja, einen Versuch habe ich dann noch, aber was mache ich dann? Was mache ich dann, wenn ich nichts mehr habe? Wanderfluch. Einen habe ich noch. Jetzt darf ich nicht mehr sterben. Oh, was ist das denn? Ernst? Boah. What? Wie viel Schaden das war.
Gegenstand. Komm ich nicht mehr. Ah, Wanderflug wieder. Sehr gut. Das ist wichtig. Feuerhüterseele. Oh. Ich sehe nicht, wo ich hin. Okay. Ich sehe mich schon irgendwo hinsteigen, wo es dann auf einmal bergab geht, ne? Ich muss den Gegenstand hier reinhauen, falls ich es schnell brauche. Nein! Oh mein Gott, was war das? Die Kamera hat sich auf einmal gedreht und ich bin in die falsche Runde gedodged. In die falsche Richtung. Nein, nein, nein. Hä? Oh, come on. Hin. Ah, nochmal ein Wanderfluch. Achtung vor dir, Hinterhalt. Dass sie hinter einem auftauchen. Oh, ich bin tot, glaube ich. Ich komme nicht weg. Das war knapp. Ach du Scheiße. Und, ich habe kein Ding mehr. Ich habe kein Ding mehr. Was tue ich? Nee, lass mal. Treff sie nicht! Warum nicht? Aber erstmal auf die Idee zu kommen, halb nackt zu kämpfen, für was gibt es denn die Rüssi? Das Ding ist, ohne Rüstung bist du einfach viel flinker, ne? Schneller und flinker. Was irgendwo auch realistisch ist, ne? Also du bist natürlich flinker und agiler, wenn du
wenn du keine Ritterrüstung anhast, ne? Ey, das ist ja... Alter, das ist ja eine Katastrophe hier. Kein Wunder, dass da so viele gestorben sind. Hebel ziehen. Vorrichtung bewegt sich nicht, okay. Ist davor gestürmt und ist dann irgendwie gestorben. Aha. Vor dir blocken. Ach, du bist so ein Drecksvieh. Die Geister sind wirklich das Allerletzte. Vor dir, Schurke. Na, hinter mir. Das Allerletzte. Allerletzte. Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh, shit. Was ist das denn für einer? Das Allerletzte. Ich muss mich jetzt wieder durchkämpfen durch die Scheiße. Das gibt's nicht. Das ist nicht wahr. Aber, oh, bevor ich's vergesse. Gefunden. Plus 2. Sehr schön. Aber ich frage mich wirklich, was passiert, wenn ich keinen Wanderfluch mehr habe? Da kann ich hier unten nicht mehr kämpfen. Da muss irgendeine andere Möglichkeit geben. Vielleicht irgendeine spezielle Waffe oder sowas. Naja, auf ein neues. Ach, hat er mich am Rücken gekratzt hier. Ich
finde aber die nackte Man-Challenge strong von dir. Ich weiß nicht, es ist ja nicht mal absichtlich, es ist einfach, ich finde den Spielstil halt irgendwie spaßiger, ne? Einfach, dass du ständig dodgen kannst. Oder besser dodgen kannst. Oh. Das war's auch wieder gleich von mir. Na, geh, hör auf. Der kommt einfach da durch, ne? Ja, und dann habe ich... Okay, passt. Wie kommt man da rüber? Ah, hier ist wieder... Ja! Einfach durch die Wand. Das ist so ätzend. Ich bin tot. Ja. Nicht. Zwei Versuche haben wir noch, ne? Dann war's das. Ich weiß dann nicht, was ich machen soll in dem Spiel, ne? Death Counter wäre schon nice gewesen. Inzwischen. Ach. Da müsste ich mal raustappen oder irgendwie klicken. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Erstens habe ich nicht dran gedacht. Zweitens ist ja egal. Wird eh über 100%. So ab einer gewissen Anzahl ist dann auch schon egal, wie oft ich gestorben bin, oder? Droppen die das eventuell manchmal? Klickeruhr holen? Ach. Ist ja egal. Sag, wenn du verzweifelt bist. Ich bin erst verzweifelt, wenn ich keine Items mehr habe. Also, wenn ich nichts mehr gegen die machen kann, ne? Dann... Dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll, ne? Wir könnten dann noch ins Drachental. Aber ob das dort einfacher wäre? Keine Ahnung. Warum trifft das nicht? Ey, ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal treffe ich die einfach nicht. Hä?
Ja, ist schon gut. Na, come on. Was für eine Range. Das ging ja diesmal. Ich weiß nicht, ob ich nicht zuerst hier durchschaue. Ich gehe erstmal hier durch. Vor dir hinterhalten, aber sonst. Na klar. Aber was war das? Ach so, eh wieder sowas. Ja, ja, komm. Warum treffe ich ihn nicht? Ich treffe ihn nicht. Gezackte Geisterklinge. Große Seele. Ich traue mich hier gar nicht, irgendwie Gegenstände aufzumachen oder so. Denn? Gezackte Klinge, getragen von den Geistern, Neu-Londos. Schwerer Stoßangriff, eine der verfluchten Waffen, fügt Geistern Schaden zu. Ah! Okay, jetzt braucht man diesen Wanderfluch nicht mehr. Ich hasse es hier zu kämpfen, ich sag's ganz ehrlich. Das ist so ungut hier zu kämpfen. Von wo kommen die überhaupt? Jo! Ja, von überall! Oh, hier ist ein. Oh mein Gott! Nein! Ich will hier oben nicht kämpfen! Pass auf, gleich kommt wieder einer von der Wand da raus. Ich rush die. Oh no, oh no, oh no. Ah!
Welche von mir, Satan? Das ist aber auch schlecht hier. Wirklich. Wer soll die Nachricht lesen? Jetzt ganz ehrlich. Kann das nicht... Warum hat er es nicht hier platziert so irgendwie? Warum hier? Was ist das denn? Das ist okay. Das finde ich okay. Kann man die Dinger überhaupt abwehren? Ich kann hier runter. Ich könnte hier runter, aber... Ich traue mich nicht. Ich könnte schauen, was da ist, aber... Ich halte es nicht aus, oh mein Gott! Ich halte es mir auch nicht aus! Scheiß auf das. Weg damit, ey. Der Bart muss befreit werden. Jetzt geht's los, ey. Die Nachricht ist gut da. Ich halt's nicht aus und von allen Seiten kommen einfach diese scheiß Geister. Das hält man wirklich nicht aus. Mit ihnen. Oh Gott. Ach, come on. Diese Drecksviecher.
Wohin gehen die? Wohin gehen die auf einmal hin? Was? An denen hast du richtig Spaß, ja. Voll, voll. Die besten Gegner. Also aber an die kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, da war ich gar nicht. Als ich das erste Mal Dark Souls gespielt habe. An das muss ich mich doch erinnern können. Das ist so abfuck. Und man kann hier runter. Ah. Schauen wir mal hier runter. Ja, das ist eigentlich eine Todesfalle hier. Wenn dein Geist durch die Wand kommt, ist vorbei. Hä, was ist das hier? Hä? Warum gibt's hier... Ja, hier ist schon ein Geist. Das ist so eine Todesfalle. Und hier gibt's halt auch nichts, ne? Ja, das ist hier der... der Bereich, wo ich runterspringen wollte. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ach du Scheiße, wäre ich vorhin hier runtergesprungen? Ja, oh ja, es gäbe noch einen Ausweg. Es gäbe noch einen Ausweg. Aber ohne der Leiter hätte ich nochmal alles laufen können. Also wir hätten dann hier rüber springen können. Aber ja, ohne Leiter wäre es blöd gewesen. Und hier unten gibt's auch nichts. Komplett verarscht. Ja, hier gibt's gar nichts. From Software. Ihr Säcke. Das ist so useless da unten. So, gehe ich wieder in die Todesfalle hier. Na klar, gehe ich da noch mal rein. Na klar. Weg. Also, das ist wirklich übel. Da muss man sich irgendwas ausdenken. Also, da muss man sich irgendwo einen Ort zum Kämpfen überlegen. Dass man da einfach durchrennt und dann direkt zum Ort. Weil da hast du ja keinen Platz, da haust du nur gegen die Wand. So, das ist halt... Ja. Da brauchst du irgendwie einen gescheiten Ort zum Fighten. Aber gut, ich habe die Seelen irgendwie
noch erwischt. Ich glaube, jetzt laufe ich einfach mal vorbei, um zu schauen, was dort vorne, weiter vorne ist. Da laufe ich nicht mehr hinein. Oder ich renne einfach einmal durch. So auf Kamikaze. Was für eine Range die haben. Nicht nur, dass die so richtig abfuck sind, dass die da ganze Zeit durch die Mauer und so fliegen können. Die haben auch eine unglaubliche Range. Oh Gott. Okay, Glück gehabt. Wieder aus. Wanderfluch. Ja. Ist nicht rauskommen. Ist ein Versteck. Täglich grüßt das Murmeltier, ja. Genau so ist es. Weißt du was, ich lauf da jetzt mal durch. Ich komme eh aus den... Folgen die mir? Ja. Hat geklappt. Hat geklappt tatsächlich. Einfach durchlaufen. Das ist the way. Das ist einfach the way. Hier, da greift es auch schon wieder an. Wie wild. Die unten sind das. Oh, was? Was, was, was? Was? My God. Ihr Verdammten, schau sie an, von wo sie rauskommen. Na bleib da, ne? Komm. Von wo kommen die bitte? Entweder ich springe hier runter. Ich will da nicht runterfliegen. Was ist mit denen? Ey, keine Ahnung.
Dieser enge Raum. Da, ich muss durchlaufen. Ich muss da durchlaufen. Es geht nicht anders. Du kannst da nicht fighten. Es geht nicht. Ich habe außer Mauer nichts gesehen. Das ist ja das Problem. Und das Problem, was du noch hast, ist das hier. Genau das hier. Wenn direkt einer vor dir steht und du machst den hier, triffst ihn nicht. Mich hat nur dieses Geschrei irgendwie irritiert. Dann wollte ich umdrehen, haben wir gedacht, okay, vielleicht kann ich sie da killen jetzt. Aber die sind halt wieder von überall gekommen. Was wäre, wenn ich allgemein einfach nur durchlaufe? Ich weiß zwar dann nicht mehr wohin. Also zumindest bis zu dem Ort, wo ich jetzt liege. Einfach durchrushen. Ich laufe da einfach durch und ignoriere alles. So ungern ich das auch mache. Ich mache das wirklich ungern. Aber ich werde einfach nur schauen, ob das klappt. Weil irgendwann drehen sie ja auch wieder um, ne? Offen, wo die kommen. Was ist das hier denn? Was ist das denn hier? Was soll denn die Scheiße? Was ist das hier? Das ist eine Sackgasse hier. Ist das so ein Labyrinth oder sowas? Ist gar nicht so einfach, da durch zu rushen. Ich dachte, da kommt dann irgendwann so ein offener Raum oder so. Leider nein. Das wäre ja der Hit, wenn es da nicht weitergehen soll. Das, aber ich würde es denen so zutrauen. Ich würde es denen so zutrauen. Das ist wirklich Dark Souls, ja. Aber es war auf jeden Fall, irgendwas war da, irgendwas liegt dort. Das hat man gesehen. Ja, er hat mich trotzdem getroffen. Oh. Mmh.
Die ganzen Geister. Seele, Krieger. Das ist wirklich. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse hier. Du hast eine Ausdauer wie der Hund meines Freundes, wenn es um Fressen geht. Der kann sitzen und dich anschauen, bis du weich wirst. Ja, wenn du, ich meine, wenn du da in der Ecke bist, dann ist vorbei, ne? Da kommst du dann nicht mehr raus. Ich glaube, die Seelen muss ich auch aufgeben. Schade um die Seelen, aber ja. Ich glaube, die muss ich aufgeben. Ich schaue jetzt noch einmal. Schau jetzt noch einmal da rein. Ich glaube, da musst du wirklich jeden einzelnen schnitzeln. Das Ding ist, die kommen erst, wenn du da in der Mitte stehst. In diesem einen Raum. Dann kommen die erst alle raus. Das ist... Die sind echt gemein gesetzt. From Software hat die wirklich sehr gemein hinplatziert. Haben wollen. Ich lasse die Seelen jetzt eh liegen. Also jetzt werden die wahrscheinlich eh gleich weg sein. Komm nicht vorbei! Jetzt nochmal. Hier gibt es nämlich noch einen Weg. Aha. Boah, wie viele da sind. Bist du des Wahnsinns? Was? Und da gibt es einen Weg hoch? Labyrinth, keine Sackgasse. Okay. Ich frage mich halt immer, bin ich zu schlecht?
Oder muss man da erst später hin? Das ist halt, das frage ich mich dann halt einfach. Vielleicht wenn man ein bisschen mehr aushält, wenn man ein bisschen Leben, mehr Leben hat. Wo? Wen einfach anvisiert. 30 Meter entfernt. Schau dir das an. Ich weiß nicht, von wo die da unten kommen. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Eine Scherbe. Da ist auch schon wieder irgendwas. Was ist denn das hier? Ah, okay. Ich trau mich da wieder rein. Ich weiß nicht, ob ich es nicht bereuen werde. Ich meine, wir haben jetzt sehr viele Geister gekillt, ne? Die sind jetzt alle... Oh, nicht alle.
glaube, die meisten sind weg. So, und da ist wieder so eine Schreierin. Die muss ich rushen. Oh, 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 oh. Was? Oh. Okay. Achtung vor dir, Geist. Ja. Ich halte es nicht aus. Erstmal das hier bewerten. Erstmal das positiv bewerten. Ich halt's nicht aus. Oh, so, 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 so. Ah, das war dieses Flattern, was wir da gesehen haben, wahrscheinlich. Will er nicht rauskommen? Ah, hier ist er. Sehr schön. Oh, jetzt bitte nicht sterben da oben. Bitte nicht irgendeine Kackfalle oder sowas. Bitte nicht. Ich will das nicht nochmal machen. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, was ist das da für einer? Oh no, 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 no. Oh no, wie der aussieht. Oh, der sieht nicht. Aber ich kann ihn nicht anvisieren. Oh, okay, er ist ein freundlicher. This is a surprise. I don't get many visitors, except for ghosts. Do you have some business here? My name is Ingvard. Ingvard. I'm an old man, bound to these parts, but I don't mind a chat. I may even be of some help. Okay. Fluch brechen lassen. Na? Ah, bei dem kann man das kaufen, Wanderfluch. Okay. I am the guardian of the sea. Falle, Falle, Falle. The masters of the dark ring. The dark wraiths are the enemies of man, and any living thing that has a soul. They were born in New Londo, and that is where they perished. The entire city was sacrificed to contain them, for that is how great a threat they were. I watch over the fort that okay. For das hat er schon erzählt. Naja, gut. Okay. Also, wenn wir wieder mal Wanderflüche brauchen, dann wissen wir, wo wir es kriegen. Aber zuerst müsste man sich da erstmal durchkämpfen. Ah, die armen Seelen, die ich da verloren habe. Das tut weh. Aber gut. Vorrichtung bewegt sich nicht. Warum bewegen sich die Vorrichtungen hier nicht die ganze Zeit? Verschlossen. Okay. Kann nichts in Bewegung setzen hier. Was ist da los?
Ich weiß nicht, wohin ich gehöre. Aha. Ich schaue nochmal in die andere Richtung. Bevor, obwohl... Mal hier. Oh, hier geht's eh nicht weiter. Ah. Kompositbogen, großer Pfeil. Okay. Ist das besser? Tatsächlich, ja. Den habe ich zwar noch nie verwendet, aber... Jo. Was man hat, hat man. Soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Seltener Ring der Opferung. Wieder, ja, das ist so einer. Hä? Wo gehöre ich hin? Ich glaube, hier können wir noch gar nichts machen. Dann bin ich doch falsch hier. Hier echt falsch. Oh Gott, habe ich das echt umsonst jetzt gemacht, gerade alles? Das ist nicht wahr. Willst du später nochmal machen? Okay, aber immerhin kenne ich mich jetzt schon aus. Scheiße! Ah, gut. Die 3800 Seelen. Was soll's? Oh. Ja, gut. Egal. Viele Wege führen nach Rom, ja klar. Na klar, gesungen. Ich glaube, wir gehören ins Drachental. Also wenn wir jetzt nicht ins Drachental gehören, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich nehme wieder die Hellebarde. Na schau, Vorrichtung bewegt sie nicht. Kannst gar nichts machen. Glaubst du das, ja? Ich glaube, ja. Aber ich weiß es nicht.
Willst du es wissen? Hm. Weiß ich nicht, ob ich es wissen will. Und jetzt spielt es eh keine Rolle mehr, weil jetzt bin ich eh da. Okay, wo führt das hin? Auch einfach 500 Wege hat hier. Jo, okay. Ich will es nicht wissen, Niklas. Alles gut. Erst links, dann rechts, dann links, dann 500 Gramm Mehl, dann Zweier, dann hast du den Teig. Ja, nice. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken, was da jetzt schon wieder war. Was steht da? Starkes Gift. Starkes Gift? Oh, was soll's, ich habe eh null Seelen. Ist denn da einer gestorben? Sehr ferner. Nee, da kann ich fix nicht hin. Oh ja. Da gehöre ich sicher nicht hin. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ist dann ein Biskuitboden. Versuch's mit Distanzkampf. Okay. Versuch's mit Distanzkampf. Jetzt verstehe ich's auch so ein bisschen. Aber das war wieder ein anderer Drache, ne? Das war nicht der, den wir vorhin gesehen haben. Dem hau ich jetzt direkt auf die Pfoten. Sobald ich dort bin, hau ich dem direkt auf die Pfoten. Thank you.
bin schon sehr lange nicht mehr aufgestiegen. Ah. Der ist schon... Bist du deppert? Klar. Wenn ich 500 Pfeile hätte, dann könnte man das sicher machen, ja. Oh shit. Wir haben ihn fast. Fast haben wir ihn. Bissl noch. Oh, bist der Mann, der hat uns eine gegeben. Das war eine Respektschelle. Das war die Respektschelle des Todes. Mein Gott, das gibt's nicht, ey. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Schelle der Vernunft? Was für Schelle der Vernunft? Ich gehe da nochmal hin. Ich werde es eh noch einmal probieren. Ich glaube, dann werden wir Schluss für heute machen. Ist eh schon spät. Ich muss auch sagen, ich bin schon ein bisschen müde. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich meine, theoretisch könnte ich auch einfach vorbeilaufen, ne? Ich würde aber sagen, das machen wir dann erst morgen. Ich probiere den jetzt noch einmal.
manchmal geht's, manchmal nicht. Die Schelle schon wieder. Ich weiß nicht, vielleicht geht's mit der Klinge schneller. Baldur's Gate 3 spielen gerade im Moment so viele Leute. Hätte ich keine Spiele zu spielen, dann würde ich auch Baldur's Gate 3 spielen. Auf jeden Fall. Er hat noch so viel Leben. Und zu macht er die. Jetzt wenn ich jetzt... Ach komm. Anderen Waffe geht's schneller. Hä? Warum mache ich auf einmal jetzt weniger Schaden? Ach so. Ah, hatte ich das bei der Helebarde auch? Oh, warte mal. Mach's lieber so. Ein Schlag und schnell weg. Agesch! Wir haben es fast.
Drachenstein. Nice. Astoras Schwert. Drachenwappenschild. Nur eine Seele. Okay. GG. Danke, danke. Danke, Robson. Danke, Bratler. So, was haben wir da? Astoras Schwert war das, gell? 80er. Waffe kann mit aktuellen Werten nicht effektiv genutzt werden. Ist das Zauberei oder sowas? Hochwertige Waffe mit mächtigem Segen. Ah. Na gut. Was war das Drachenwappenschild? Gewicht 3. Das geht klar. Oh, ein neues Schild. Ich glaube, es ist besser als das Dreiecksschild. Naja, nicht viel besser. Blitz ist es schwächer. Es ist gegen Feuer gut. Gegen Magie auch ein bisschen schwächer. Aber es ist schöner. Aber dafür auch schwerer. Mich stört halt dieses rundenbasierte Kampfsystem schon sehr. Wäre nichts für mich. Ich meine, wie gesagt, ich bin auch nicht so der Fan von rundenbasierten Kampf. Aber ich glaube, also es kommt immer aufs Spiel drauf an. Ne? Bei Pokémon stört es mich zum Beispiel nicht. Bei Persona. Es kommt immer aufs Spiel drauf an. Es wäre nicht meine erste Wahl. Aber ich glaube, bei dem Spiel passt es halt auch einfach. Ne? So, deswegen, ich glaube, das ist auch Gewöhnungssache. Okay, da ist noch ein Drache. Ja, das wird eh unser Ende jetzt, glaube ich. Ja. Ich gehöre da sicher hin, ja. Ja gut, liebe Leute. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ja, gut. Ich werde für heute Schluss machen, liebe Leute. Ich werde dann wahrscheinlich wieder zur Kirche gehen. Ich glaube, ich werde wieder zur Kirche gehen und werde das dort unten nochmal probieren. Vielleicht auch. Ja, ich werde das einfach nochmal dort beim Schmied nochmal morgen probieren. Einfach schauen. Einfach testen. Wo geht's irgendwo weiter? Man muss halt schauen, ne? Ich habe nämlich aktuell keine Ahnung, wo ich hin muss eigentlich. Überall sind die Gegner irgendwie viel zu stark. Oder ich bin einfach underleveled. Könnte auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall morgen nochmal testen. Für heute soll es das gewesen sein, liebe Leute. Es war ein sehr spaßiger Stream. Also, mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Dark Souls 1 ist ein richtig geiles Game. Ich freue mich tatsächlich schon auf morgen. Ich bin sehr gespannt auf morgen. Am Morgen dann wieder in aller Frische. Gehen wir es wieder an. Dieses wahrscheinlich hört sich immer sehr gefährlich an, wenn es um Stream morgen geht. Ah, komm.
Wie gesagt, also wenn nichts dazwischen kommt oder so, dann bin ich auf jeden Fall morgen da. Und dann, ja. Probieren wir es nochmal. Schauen wir, wo es lang geht. Schade nur um die ganzen Seelen, die ich verloren habe. Das wären einige Level gewesen. Vielleicht machen wir auch mal so eine Levelrunde oder so. So eine Seelenrunde, dass man die irgendwie, wenn nicht, sammeln und dann vielleicht ein bisschen leveln oder sowas. Naja, gut. Dann war's das. Muss ich speichern oder so? Oder speichert das von alleine? Bei älteren Spielen ist immer so eine Sache, ne? Nicht, dass ich jetzt hier rausgehe und dann Spiel speichern und zurück zum Titelbildschirm, genau. Gespeichert und zum, ja. Gut, morgen geht's weiter.